Also ich bin immer noch in der CDU, ja, und ich kann nur jeden ermuntern, mit konservativen Werten sich deutlich einzubringen in der CDU. Ich bin sehr froh, dass Friedrich Merz jetzt Bundesvorsitzender geworden ist. Er hat eine Partei vorgefunden, die anders war als zu dem Zeitpunkt, als er sich aus den Ämtern verabschiedet hat. Und deswegen ist es für ihn überhaupt nicht einfach. Und er braucht da auch deutliche Unterstützung. Ich finde, er macht das sehr klug. Er bindet die Basis ein. Die Basis hat sich nicht stark verändert. Ist ja interessant, diesen, das zu hören, ja. Auch in diesen 16 Jahren, das muss man klar sagen. Also Sie würden sagen, es war eher ein Thema der Führungsspitze. Absolut, ja. Absolut, ja. Und das ist eine Basis, die bereitsteht, auch solche Kämpfe eben durchzustehen, um einfach wieder die Freiräume größer zu machen. Und ja, ich denke, die CDU ist nach wie vor auch eine Partei für Konservative, aber die Konservativen müssen eben dann auch deutlich laut werden.